Ja, hallo und herzlich willkommen bei Rohrfrei für Rohkost. Heute mal nicht 100% Rohkost, aber sehr gesund. Und ich glaube, ihr alle brennt schon förmlich darauf, so wie die Brennnessel auch brennt, auf die Frage, was kann man denn als Ersatz nehmen für Spinat? Und wer ist leckerer? Die Taubnessel? Gibt es in drei Farben? Weiß, Gelb und Rot? Oder die schöne Brennnessel gibt es auch in über 40 verschiedenen Varianten. Ja, und hier haben wir endlich dieses lang ersehnte Battle für euch, damit ihr wieder ruhig schlafen könnt und wisst, wen ihr denn als nächstes pflückt und in die Pfanne haut oder in den Topf oder in den Mixer. Ja, also Spinat ist ja so eine Sache. Nicht jeder mag Spinat. Die einen vertragen es vielleicht auch nicht und die anderen möchten mal eine Abwechslung haben. Da gibt es ja viele, viele Gründe. Und man möchte auch vielleicht nicht auf Tiefkühlkost zurückgreifen, sondern wirklich frisch was pflücken können und verarbeiten können. Und da kommt uns ja gerade die Brennnessel gerade recht, weil die natürlich fast das Ganze, also sehr lange im Jahr verfügbar ist, sagen wir mal so. Und man die immer sehr schön ernten kann. Wie im letzten Video, was ich hier noch verlinke, gezeigt, kann man, wenn man die schön ab und zu mal runtermäht, immer schön jung mit frischen Trieben pflücken. Sehr praktisch. Und auch die Taubnessel ist ja sehr lange im Jahr anzutreffen. Ja, meistens einmal im Frühling und einmal im Herbst und kann man auch lange Zeit pflücken. Die Taubnessel hier heute mal in Weiß. Und jetzt ist halt die Frage, ja, manche berichten so, ja, die ist besser, die ist besser. Ja, was ist denn nun besser? Ich habe beides genommen, etwas klein geschnippelt. Da bietet sich das an, die Brennnessel mit so einer Tüte entsprechend über die Hand gestülpt, dann klein zu schneiden, damit es nicht so brennt. Ne? Und dann klein gehackt, zack, hier so in die Pfanne oder Topf rein, ein bisschen andünsten. Ich mache das immer gerne mit einem Tropfen, mit ein bisschen Öl, ein bisschen Wasser. Ein klein bisschen Brühe rein, ein bisschen Salz, eine Zwiebel dazu. Und das schmeckt, finde ich, genial. Und somit zur Hauptfrage gleich, um die zu beantworten. Was schmeckt jetzt leckerer? Es schmecken beide gut. Also die Taubnessel, obwohl die ja auch recht herben Geschmack hat, schmeckt gebraten sehr mild. Er hat sehr, fast einen sehr neutralen, salatigen Geschmack, der so ein bisschen an Spinat anlehnt. Aber ja, ich würde sagen, unangefochten auf Platz 1 steht unsere Brennnessel. Sieht ja auch schon so extrem tiefgrün lecker aus. Und ja, sieht aus wie Spinat, schmeckt wie Spinat, würde ich jetzt sagen. Und ja, alles, also Konsistenz, alles, kann man noch ein bisschen feiner hacken. Ich habe jetzt hier ein bisschen grob das Ganze gemacht. Also so, das wäre dann an euch der Tipp gleich. Hackt es gerne noch ein bisschen feiner, damit die Stiele nicht ganz so stören. Die werden ja auch dann ein bisschen weich gekocht, aber trotzdem, wenn es zu lang ist, dann kann man noch ganz gut drauf rumkauen manchmal. Ja, geschmacklich beide sehr gut, kurzum. Also ich finde fast zum Einstieg die Taubnessel fast einen Ticken angenehmer, einen Ticken milder und die Brennnessel eher einen Ticken kräftiger. Wobei insgesamt die Brennnessel mehr an Spinat rankommt als die Taubnessel. Ja, somit wäre erstmal das Fazit hierzu. Und wer noch weiter jetzt zuhören möchte, darf noch gerne ein bisschen mehr erfahren über diese beiden tollen Pflanzen. Ganz einfach sei gesagt, mit dem Spinat war das ja auch so ein Ding, dass sich dort jemand verrechnet hat. Den Namen habe ich gerade wieder vergessen. Da hieß es ja mal, dass wir 34, 35 Milligramm Eisen haben im Spinat pro 100 Gramm. Ne? Und das war halt damals ultra viel und deswegen haben alle Spinat gegessen. Aber in Wirklichkeit hat sich da jemand verrechnet um eine Kommastelle. Es sind nur 3,4 Milligramm. Immer noch sehr, sehr viel. Also völlig normaler, guter Eisengehalt, sage ich jetzt mal. Denn da kommt die Brennnessel zum Beispiel auch ran mit circa 4 Milligramm im Durchschnitt. Ja, also von daher durchaus vergleichbar, auch punkto Eisengehalt. Und hier wartet die Brennnessel halt auch noch mit 1000 Inhaltsstoffen mehr auf. Ja, die Brennnessel hat extrem viel zu bieten, wie schon gesagt. Da könnt ihr euch auch gerne mal näher beschäftigen mit der Brennnessel und mal googeln. Die hat
1000 Anwendungsgebiete ist für alles quasi gut. Die könnt ihr immer integrieren. Wenn ihr Brennnessel irgendwo habt, seid dankbar. Die könnt ihr immer benutzen für einen Smoothie, für einen Spinat, für alles. Einfach gerne immer rein damit, weil auch der Vitamin C-Gehalt ist zum Beispiel auch extrem hoch. Ja, die Brennnessel, die kommt locker an Vitamin C-Gehalt von Zitrusfrüchten ran. Ja, hat eine Menge Mineralien, hat auch noch ja, Kalium, Magnesium. Alles drin. Von daher schwer zu empfehlen. Und selbst pflanzliches Eiweiß, da ist ja die Brennnessel extrem weit vorne, weil sie sehr viel pflanzliches Eiweiß enthält. Sie enthält sogar ja, ungefähr das gleiche wie Hülsenfrüchte. Denkt man gar nicht. Ja? Aber 100 Gramm Brennnessel enthalten circa das gleiche Eiweiß wie 100 Gramm Hülsenfrüchte. Also durchaus extrem, ja. Sinnvoll, sich mit der Brennnessel mehr zu beschäftigen. Ja? Selbst die Anwendungsgebiete der Brennnessel, wie gesagt, wenn ihr da mal guckt, es tut alles lindern, Schmerzen, Entzündungen, hier Arthrose, Arthritis, ja, Prostatabeschwerden, Blasenprobleme, Darmerkrankungen. Es ist einfach ja, rundum antientzündlich und auch leicht antibakteriell. Wurde sogar früher zum Konservieren, also in Anführungszeichen Konservieren genommen, um einfach Sachen so ein bisschen länger haltbar zu machen. Zum Beispiel wurde in Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Milch, wurden früher auch Brennnesselblätter reingeworfen, um die Milch ein bisschen länger haltbar zu machen. Oder roher Fisch und rohes Fleisch wurde auch in Brennnesselblätter eingewickelt, um das einfach nochmal ein bisschen länger haltbar zu machen. Ja, also daran sieht man schon, wie extrem vielseitig die ist und als Tinkturen und als Haarwasser und was nicht alles gibt. Ja? Und selbst im Garten, ne, als Schädlingsbekämpfer wird Brennnesseljauche genommen, zum Gießen, als Dünger. Also die Spannweite ist so enorm hoch von der Brennnessel, das glaubt man gar nicht. Ja? Also da könnt ihr wirklich in jedem Bereich die Brennnessel anwenden. Und ja, die Taubenbrennnessel sieht dahinter halt nicht, die kann nicht mit ganz so vielen prachtvollen Eigenschaften aufwarten, aber ich sag's mal ganz blöd, es sind ja auch noch nicht so viele Sachen vielleicht erforscht wie bei der Brennnessel. Ja, bei der Brennnessel wurde sich halt gekümmert und viel geguckt und erforscht. Und die Taubnessel, glaube ich, ja, ich denke, die hat auch eine Menge positive Sachen natürlich, die sie mitbringt. Aber ich denke, umso länger man eine Pflanze erforscht, umso mehr Anwendungsgebiete findet man dann wahrscheinlich dafür, ja. Die Taubnessel ist natürlich eher so gegen ja, Erkältungskrankheiten auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Würde ich auf einer ähnlichen Skala legen wie die Vogelmiere zum Beispiel. Und von daher bei Erkältung, ja, wie Husten, Halsschmerzen definitiv gut, da die Taubnessel entsprechend ja auch entzündungshemmend dort und schleimlösend wirkt. Ja. Und ja, Magenverdauungsprobleme. Und generell logisch entgiftend, blutstillend, das sind alles so Eigenschaften, die man da hinschreiben kann. Was mir noch einfällt, ist, was noch witzigerweise man sagt bei der Taubnessel, dass die Blüten auch eine entfettende Wirkung haben sollen. Also so zum Beispiel dann als Gesichtswasser. Ja, aber das waren wohl eher die Roten. Ob die Roten waren das, glaube ich, ja. Ob das die Weißen auch können, das weiß ich jetzt nicht, aber. Ja, Fakt ist, es ist interessant, sich bei den Pflanzen so ein bisschen mal reinzulesen. Gibt so viele Möglichkeiten, die anzuwenden, innerlich sowie auch äußerlich. Ja. Man muss da gar nicht auf so viele Chemiekeulen drauf zugreifen. Und deswegen auch unter anderem mein Kanal. Hier geht es wirklich darum, sich mit einfachen Mitteln zu behelfen, einfaches Essen zu bereiten. Das muss alles nicht schwer sein. Und mit einem leichten, einfachen Weg, den Körper zu entgiften, was für den Körper zu tun, voranzukommen, sich besser zu fühlen, ja, dazu auch gerne einfach mal dann eine Kernsanierung machen mit der super Darmreinigung, die ich auch sehr oft anpreise und vorstelle. Werde mal verlinken hier oben rechts, das ist ganz klar. Und macht weiter. Also egal, wo ihr anfangt, was für ein Video ihr gerade schaut, auf welchem Level ihr seid, ich kann nur eins sagen, macht weiter. Kümmert euch um euren Körper. Guckt, dass ihr mehr gesunde Sachen kriegt, mehr frische Sachen von draußen. Und nutzt die Jahreszeiten, um das zu ernten, was dort gerade wächst und man dann in frischen, großen Mengen zu sich nehmen kann bis zur nächsten Saison. Jetzt zum Beispiel haben wir gerade Herbst und Herbstanfang gleich und jetzt ganz klar ist die Zeit wieder für die ganzen schönen Sachen wie Äpfel, Pflaumen oder halt auch Feigen. Ja, ich kann nur sagen, genießt das, rein damit, vor dem Winter noch ganz viele
Ja, Mineralien aufstocken, Kräuter sammeln und versucht, dem Ideal immer ein Stückchen näher zu kommen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber jeden Tag ein bisschen. Deswegen, wie immer, mein Tipp: Sammelt jeden Tag eine Handvoll Wildkräuter. Das muss Routine werden und dann kommt ihr auch immer mehr automatisch an diese Sachen ran. Wenn man sich nämlich jeden Tag damit beschäftigt, bist du automatisch dabei, weiterzumachen und jeden Tag ein Stückchen was Neues lernen zu wollen über das, was du da gerade machst. Ne? Und eine Routine greift ungefähr nach einem Vierteljahr, dann habt ihr das geschafft, dass ihr dann das automatisch macht, ohne drüber nachzudenken. Ja, man geht ja auch automatisch, also viele von uns, früh zum Bäcker und man kauft sich ein belegtes Brötchen oder seinen Kaffee. Es ist eine Routine, aber Routinen können geändert werden und dazu hilft es dann zum Beispiel, solche Videos zu gucken und sich wieder anspornen zu lassen, etwas Gesundes für seinen Körper zu tun. So. Genug gequatscht für heute, das reicht wieder. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!